Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute führe ich meine Sammlungsreihe weiter, denn es ist Samstag und heute geht es um meine Pudersammlung. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, in letzter Zeit sind relativ viele neue Puder auch bei mir eingezogen, die auch noch komplett neu und unbenutzt sind und ja, meine Pudersammlung hat sich dann doch etwas vergrößert. Ich hatte damals nicht viele Puder. Mittlerweile sind es dann doch recht viel geworden. Ja, durch Adventskalender und durch Sortiments-Updates und durch so viel. Ja, ne? Aber ich quatsche nicht lange weiter. Ich weiß, dass ich zu viel habe. Das wird mir immer wieder geschrieben. Aber ich mache hier nun mal YouTube und ich teste gerne neue Produkte mit und für euch aus. Und deswegen kommt das ein oder andere auch dazu. Es ist aber auch so ein umlaufender Posten, sage ich jetzt mal ganz kaufmännisch dazu, denn Puder ziehen bei mir ein, sie werden getestet, entweder brauche ich sie wirklich auf oder sie gehen in Trash-Pakete, Tauschpakete, wie auch immer Trash-Tauschpakete oder sie werden weitergegeben an Familie, Freunde und so weiter, wenn sie halt nicht in meinem Gesicht funktionieren, denn nicht alles kann in meinem Gesicht funktionieren. In meiner Sammlung habe ich eigentlich die Sachen drin, die bei mir funktionieren oder halt noch ungeöffnet sind und ich weiß nicht, ob sie funktionieren, sie werden noch getestet. Ja. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Einer, der jetzt ganz, ganz neu bei mir eingezogen ist, ist aus der Vegan Beauty Basket. Ich glaube, das Video dazu kommt sogar nach diesem Video erst online. Das ist von Uoga Uoga, der Happy Ending Neutral Matte Finishing Powder. Das Neutral Matte Finishing Powder habe ich noch nicht ausgetestet. Das ist noch komplett neu. Huch! Was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, ich habe die Folie schon abgezogen und es geswatcht, ne? Das habe ich ja super gemacht. Ein Hoch an dieser Stelle. Oh, das ist eben das, was ich an losen Puder immer so furchtbar finde, ist das, ne? Es fliegt dir einfach da immer so rum. Ja, das habe ich noch nicht in einem Make-up getestet. Ich habe es, glaube ich, bislang wirklich nur genommen und so ein bisschen geswatcht. Es fühlt sich super schön, super weich an. Hat eine leichte Tönung, das sieht man auch hier auf dem Finger, ne? Dass es quasi auch so ein bisschen die Haut einfärben wird, aber nicht allzu sehr. Also muss noch getestet werden. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Typ loses Puder bin oder ob ich ein Typ gepresstes Puder bin. Es kommt ganz drauf an. Also bei dem mochte ich jetzt eigentlich ganz gerne, dass der Ausguss relativ groß ist, sodass du das Produkt auch wirklich in den Deckel reinbekommst und das dann auch schön einarbeiten kannst. Eins, was ich heute jetzt verwendet habe, vom Ausguss Auslass, aber etwas blöd finde, ist von Catrice das Glow Illusion Loose Powder. Genau, das finde ich von der Wirkung her richtig klasse. Das hat auch, wie man sieht, eine leichte Färbung. Es macht auch einen leichten Schimmer ins Gesicht. Also das sieht man, glaube ich, auch. Ich habe heute keinen Highlighter drauf. Das ist tatsächlich das Puder, ne? Ich habe keine Foundation drauf, kein Concealer. Ich habe einfach nur als Base tatsächlich mir das Puder aufgegeben. Dann ein bisschen Bronzer drüber und ein Blush. Aber das nur ganz dezent. Und ich finde, man sieht es auch ganz gut, dass meine Haut auch so ein bisschen das Licht reflektiert. Wenn man ganz nah rangeht, und das sieht man in der Kamera leider nicht, glaube ich, sieht man auch ganz, 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 ganz paar so etwas gröbere Glitzerpartikel, die halt jetzt nicht irgendwie so einen nassen Glow machen. Also wenn du jetzt so weiter weg bist oder halt in einer respektablen Entfernung, wie man halt ja auch mit Menschen spricht, dann sieht man das nicht, ne? Dann sieht es einfach nur nach gesunder Haut aus. Wenn du aber wirklich nah rangehst, so mit der Nase an die Nase oder mit der Nase an die Wange, dann siehst du halt auch diese Pünktchen. Ja, aber man sieht es sonst echt nicht. Und ich finde es wirklich klasse. Ich liebe dieses Puder. Ich verwende es aber viel zu selten tatsächlich, muss es aber öfters verwenden. Es ist ein loses Puder, genau, und ja, ne, man sieht es auch. Diese Punkte, die da drin sind, sind so winzig und du musst echt das Ding echt misshandeln fast schon. Also du musst richtig krass das auf den Tisch hauen, beziehungsweise das stelle ich mir auf den Tisch und dann hau ich da wirklich mit dem Ding da drauf, dass man das Produkt rauskriegt. Ich kann es auch über Kopf halten, ich kann es schräg halten, in jeder Art und Weise. Es dauert Ewigkeiten, bis ich da Produkt rauskriege. Das ist wirklich nervig. Ich habe schon überlegt, ob ich diesen Stopper entferne und dann quasi so mit dem Pinsel reingehe. Naja, sei jedem selbst überlassen. Auch ein loses Puder. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. Was ich jetzt aktuell sehr, sehr häufig verwende, weil ich es sehr gerne mag, ist von Too Faced. Das Born This Way Translucent. Keine Ahnung, Puder. 1,5 Gramm sind hier drin. Also das ist nicht die Originalgröße. Das ist nur so eine Probegröße, glaube ich, gewesen. Ich weiß nicht, hatten wir das im Adventskalender drin?
Oder hatte ich das mal in einem Set? Ich glaube, in einem Set hatte ich das mit drin. Ich habe das gerne, dass wenn ich Too Faced Sachen kaufe, dass ich mir dann so Sets bestelle, wo dann mehrere Produkte drin sind, dann ist es viel, viel günstiger, als wenn du dir das wirklich komplett so einzeln kaufen würdest. Hat auch eine ganz, ganz leichte Färbung, also es ist nicht komplett weiß, ne? Ist auch schon ganz gut aufgebraucht, aber auch das kriegst du, vor allem jetzt mittlerweile, weil es halt noch nicht mehr so viel drin ist, kriegst du es nicht so super raus. Also das hört man manchmal, wenn ich mich damit schminke, dann kloppe ich hier damit durch die Gegend. Aber ne, ich verwende es wirklich gerne. Es hinterlässt keinen Weißschleier. Es macht die Haut wirklich schön ebenmäßig und lässt die Haut auch wirklich toll aussehen. Macht kein Cakeface oder sonst irgendwas. Also ich mag das richtig gerne. Wenn das leer ist, bin ich sehr traurig drum. Aber ich habe noch genug. Ich werde mir dann wahrscheinlich keins davon nachkaufen. Erstmal. Ja. Ein loses Puder, was noch verschlossen ist, war im Adventskalender von Flaconi mit drin. Tatsächlich ist von Bella Pierre das Banana Setting Powder. Das muss ich noch austesten. Das ist halt so gelb eingefärbt. Das ist eher etwas, was du quasi nimmst, um deinen Concealer unter dem Auge zu setten. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass es mir dann zu dunkel ist, wenn du halt ein generelles Banana Setting Powder hast. Hä? Nee. Ich dachte gerade, ich habe sie schon am Rand, aber das ist nur von dem Stopper der Rand, dass das quasi da drum ist. Aber hier ist noch die Folie drauf, also ich habe es noch nicht verwendet. Muss auch noch getestet werden, also da muss ich mich noch mit beschäftigen, sage ich mal. Genau, ein weiteres Puder, was ich auch noch nicht verwendet habe, ist dieses hier von Becker, auch das aus einem Adventskalender. Hydra Mist Set and Refresh Powder und ja, das hat so ein das ist auch noch komplett zu, das hat aber so ein Netz drin. Das hat quasi, dass du mit dem Pinsel da so reingehen musst. Eins, was ich, ja, eigentlich ist das ein Super BB Puder. Ja, es ist schwierig, das jetzt einzuordnen, aber ich habe es bei Gesichtspuder mit reingepackt von Physicians Formula. Das ist dieses Produkt, ja, das ist eigentlich ein BB Puder, habe ich in der Farbe Light to Medium. Verwende ich aber richtig gerne, vor allem im Sommer. Wenn ich sowieso eine ziemlich fettige Haut habe, nicht fettig, aber halt eine Haut, die dann auch wegen Schwitzen und so, ne, nicht zu trocken ist. Also jetzt bräuchte ich das zum Beispiel nicht verwenden, weil ich bin richtig trocken im Gesicht. Da brauche ich dann eine reichhaltige Foundation mit einem reichhaltigen Primer. Da brauche ich keinen BB-Powder verwenden. Da habe ich auch schon eine coole drin. Ich mag das. Ich mag das wirklich gerne. Und im Sommer passt die Farbe auch richtig toll und das ist dann auch eine geile Geschichte. Ne? Was ich halt nicht wirklich verwende, ist halt dieses Pinselchen, was da mit bei ist. Das habe ich mal gemacht, um zu gucken, wie das so ist. Aber ich fand es furchtbar. Ja, und hier halt ein Spiegelchen und eine Kuhle mit drin. Eine coole vor allem. Nee, das sind. Wie heißt das denn hier? Das ist so ein. Da machst du ein Schwämmchen oder ein Viech rein und dann hast du hier so Luftlöcher drin. Keine Ahnung, Familie. Ist auch egal. Ne, auf jeden Fall ein schönes Puder, was aber halt eher so einen mattierenden Effekt hat. Ja. Eins, was ich relativ neu habe, was ein gepresstes Puder ist, ist von Rival Loves Me das Marshmallow HD Compact Powder, was ich echt geil finde. Ich habe das jetzt noch nicht so häufig verwendet. Ich glaube 2-3 Mal. Und ich finde es richtig geil. Also das riecht nicht nur super, es hat auch einen richtig schönen Weichzeichner-Effekt. Ich muss immer nur aufpassen, dass ich darunter auch wirklich eine ordentliche Foundation verwende, weil ansonsten wirkt das Ganze zu cakey und vor allem um meine Augen drum zu wirkt das Ganze zu trocken. Das möchte ich dann nicht, ne? Deswegen. Aber das ist ein schönes Produkt, was es jetzt halt gerade neu, ne? In der neuen Kollektion von Rival Loves Me gibt. Ja, gab es aber auch in diversen LEs von Rival de Lupien. Finde ich aber klasse, ist ein schönes gepresstes Puder, mag ich. Ein Produkt, was eher so eine Spielerei ist, ist hier von Douglas Special Moments Loose Powder Spray. Hatte ich euch in einem Haul auch schon vorgestellt, das ist wirklich so ein Glitzerpuder, so ein Schimmerpuder. Das machst du dir nicht in dein Gesicht, nein. Da siehst du aus wie eine Disco-Kugel, die irgendwie ihren Job verfehlt hat, mehr oder weniger. Das ist eher so ein Produkt, was du dir auf deine Haut gibst. Also, ja, ne, hier so, keine Ahnung, im Sommer kann man sich das dann schön hier auf die Schlüsselbeine geben, auf die Schultern, auf die Beine, finde ich das auch richtig cool. Also, da freue ich mich im Sommer, das zu verwenden. Ja, für alles andere ist es dann halt ein bisschen too much, würde ich mal so sagen. Aber es ist ein schönes Produkt, was auch ein richtig cooles Design hat. Hier mit diesem Puffelviech, ne, da drückst du halt wirklich drauf und dann kommt hier vorne das Puder rausgesprüht. Das ist ein cooles Gefühl halt, ne, das finde ich ganz niedlich. Von L'Oreal das True Match Puder, auch das ist noch komplett zu, das muss noch getestet werden. Habe ich euch letztens auch, glaube ich, erst in einem Haul gezeigt von Look Fantastic. Habe ich in der Farbe 2R2C Vanille, Sammy, Vanille Rosé. Genau, das ist dieses hier. Das soll unfassbar gut sein. Do Good Powder with Natural Origin Ingredients and Mineral Pigments. It improves
Skin's Quality Day by Day. Ey, junger Mann. Das heißt, es soll quasi auch wirklich langfristig dein Hautbild verschönern, auch ungeschminkt. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Aber es ist halt noch komplett zu und möchte getestet werden. Dann habe ich hier ein Puder. Oh ja, das finde ich schön. Das ist von Bare Minerals, das Mineral Veil Powder. Das ist echt schön. Das ist auch so eine 2 Gramm Größe, war im Adventskalender mit drin. Es ist wirklich ein loses Puder, was ein schönes Hautbild hinterlässt. Also das fühlt sich auch richtig klasse an. Du fühlst dich jetzt nicht dadurch großartig geschminkt. Auch hier, man kriegt es nicht so ultra geil raus, ne? Aber es geht, es ist leicht. Leicht Naturfarben, leicht Rosé auch so ein bisschen eingefärbt. Aber ich verwende das auch ganz gerne. Und das möchte jetzt auch ein paar Mal öfter tatsächlich bei mir auch verwendet werden. Aber, ne, erstmal eins nach dem anderen aufbrauchen. Und jetzt gerade bin ich dabei, das von Too Faced aufzubrauchen. Dann habe ich hier von LOV ein Schätzchen. Das habe ich schon ein bisschen länger hier stehen. Da ist ungefähr, ich würde mal sagen, 2/3 ist hier raus, ne? Das ist das Perfecti Cute Shine Control Loose Powder. Auch das eher so in die Richtung mattierend, aber es hat auch irgendwie so ein bisschen so einen rosa Touch. Das hier ist auch eher die Probiergröße, glaube ich, mit 3,5 Gramm. Die gibt es ja in unterschiedlichen Größen. Ich hole mir sowas gerne in der kleineren Größe. Hat hier vorne so ein Puffelding dran, da kannst du dann über dein Gesicht gehen. Tatsächlich, ne? Richtig blöd, das hier rauszukriegen, weil du hast auch keinen Deckel, um das irgendwo reinzumachen. Ich mache das in letzter Zeit halt so, dass ich diesen Deckel mit dem Stopper halt abdrehe. So, und dann gehe ich halt direkt mit dem Pinsel da rein und gebe mir das auf mein Gesicht. Natürlich erst abklopfen und so, ne? Aber es ist klasse. Da musst du ein bisschen aufpassen, denn es ist doch, ne? Hat schon einen Weißschleier. Es fühlt sich schön an, aber es hinterlässt halt auch schon, ja, man sieht das so schlecht. Das ist Puder, Leute. Das kann ich euch nicht so gut swatchen, das wisst ihr. ne? Aber es ist eins von den losen Pudern, was ich persönlich auf meinem Gesicht auch richtig gerne mag und dementsprechend wird es halt auch irgendwann aufgebraucht sein. Aber ich, ne, ja, aktuell greife ich da nicht so gerne zu irgendwie. Keine Ahnung. Ja, kommen wir zu meinem absoluten Lieblingspuder, was du so nicht wirklich hier im Handel kaufen kannst. Deswegen ist es auch schwer jetzt für mich, einen Preis dafür rauszufinden. Mir wurde eine Seite genannt, wo man das gegebenenfalls kriegen kann und ich bin gespannt, ob ich das da auch nochmal finde. Das ist von Manakadar, das Step 3 Perfect Puder. HD Perfecting Powder, ja. Da habe ich, kriege ich auch von der lieben, Trisana Tandler, Marion. Die versorgt mich da mit 1000 Backups, ich sag euch das. Das hier habe ich aktuell in Anwendung, also ne, das ist halt, ja, hier so drin. Habe ich zum einen das hier, was ich gerade in Anwendung habe. Dann habe ich hier noch ein weiteres, was schon offen ist, aber wo man halt noch diese wundervolle Prägung drin sehen kann. Das ist so Krokodilhautmäßig. Dann kommen wir mal zu meinen Backups davon. 5 Backups, also insgesamt 7. Läuft bei mir. Wobei man auch das als Backup bezeichnen könnte, nur die Folie ist halt ab, ne? Aber na, ja, so ist das halt bei mir. Wenn ich was liebe, dann geht die Party ab. Set It Right von Eustar. Das ist ein Loose Setting Powder. 3,4 Gramm sind hier enthalten. Ich glaube, das kann man nicht so kaufen im Handel. Das ist wirklich ein richtig weißes Puder. Ja, hat aber auch so einen Rosé-Touch mit dabei. Ja, ist okay. Also, ne, das ist ein schönes Puder, was ich auch gerne verwendet habe, jetzt schon ein paar Mal. Aber es ist halt wirklich ein weißes Setting Powder. Das heißt, da muss ich auch aufpassen mit der Überdosierung, obwohl ich ja wirklich richtig Kalkleiste bin. Es fühlt sich auch sehr weich an, tatsächlich, ne? Und macht so einen leichten Blur-Effekt und das finde ich ganz schön, ne? Ja. Was habe ich denn noch hier alle so drin? Das, oh ja. Catrice Nude Illusion Loose Powder Transparent Matte. 11 Gramm, 11 Gramm, wow, genau, sind hier enthalten und auch hier wieder weißes Translucent Powder. Hier habe ich aber keine Probleme mit einem Weißschleier, also habe ich noch nichts vermerkt. Auch hier wieder, ne, es kommt dir alles entgegen, wenn du es halt blöd lagerst und ich lagere das tatsächlich oft, dass ich die Puder dann so halt hinstelle. Ärgerlich, aber gut. Verwende ich sehr, sehr gerne, aber auch das eher im Sommer, weil halt matt, ne? Das brauche ich jetzt nicht. Dann habe ich hier von Nude by Nature ein Mini-Püderchen. Translucent Loose Finishing Powder, 1,5 Gramm. Auch das war irgendwo mal in der Nude by Nature Geschichte mit dabei. Oder ich habe das gratis mit dabei gekriegt, als ich mir mal eine Foundation gekauft habe. Oha, warte. Ich muss kurz alles wegpusten. Nee, das hatte ich, glaube ich, mal in einem Zuschauerpaket, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, hier ist nämlich auch kein Stopper mehr drauf. Und das ist ein schönes Puder, was halt
ganz, ganz zart eingefärbt ist, also nicht doll. Ich gehe da jetzt nochmal vorsichtig mit meinem Finger rein, klopfe meinen Finger ab und habe dann hier auch das Puder drauf. Es ist ganz, ganz leicht eingefärbt und das fühlt sich richtig, richtig schön an. Ganz tolles Puder, gefällt mir richtig gut. Ja, habe halt keinen Stopper mehr drauf. Das könnte ich vielleicht auch demnächst dann mal, wenn dieses von LOV leer ist, könnte ich das hier reinfüllen oder so. Weiß ich nicht, weil sonst du drehst es halt auf und hast dann direkt überall das ganze Puder und verschwendest ja auch Produkte. Das finde ich immer ein bisschen schade, das mag ich nicht so gerne. Dann von Bella Pierre das HD Finishing Powder, High Definition Translucent Loosen Powder. Das war auch im Adventskalender mit drin, glaube ich, oder? Oder in der Glossy Box oder so. Auch das ein loses Puder. Und hier hast du so eine schöne Puderquaste mit drin. Das habe ich auch ein paar Mal verwendet. Hier feiere ich einfach, dass diese Punkte oder die Auslässe hier so groß sind. Und dieses Puffelding, da kannst du halt das Puder mit aufnehmen. Gehst dann hier mit dem Finger rein, nimmst das Puder dann quasi aus dem Deckel auf, klopfst es ein bisschen ab und dann kannst du es richtig so über die Haut rollen. Also, dass du quasi auch richtig den Concealer und die Foundation richtig ordentlich damit setzen kannst. Auch das dann wahrscheinlich eher was für den Sommer. Aber da halt translucent, wollte ich das jetzt auch noch ein paar Mal öfters so im Winter auch verwenden. Mal gucken. Jo. Ne? So, dann habe ich noch komplett zu von Laura Mercier das Ready Set Go Puder. Das ist dieses hier, auch das im Adventskalender drin gewesen. Ne? 9,3 Gramm, das ist ganz schön groß. Und dieses Laura Mercier Puder ist auch irgendwie volle Suppe gehypt worden. Deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich es im Adventskalender hier mit drin hatte. Da hast du hier einmal dieses wunderschöne Puder, wo jeder drüber spricht. Das ist echt hübsch. Und hier noch eingepackt die Puderquaste, die man halt genauso verwenden kann wie auch von dem Bella Pierre Puder. Und ja, wie gesagt, das ist noch komplett zu. Ja, da feiere ich aber die Verpackung halt echt ziemlich, ne, weil ich das so schön schlicht und hübsch und toll finde. Aber ich habe es noch hier in seiner Originalverpackung drin und freue mich drauf, das zu verwenden. Ja, ein Produkt, was ich eigentlich im Sommer richtig gerne verwendet habe, aber dann habe ich das mal verwendet und war so hell, so weiß auf einmal im Gesicht, dass ich das ganz tief in diese Box reingepackt habe, weil ich so sauer drauf war. Das ist von By Terry das Hyaluronic Hydra Powder. Das ist auch so eine kleine Größe gewesen, was auch mal in so einer Box mit drin war, beziehungsweise in einem, ja, ich glaube in einer Flaconi Box irgendwie. Die konnte man zum Muttertag oder so kaufen. 1,3 Gramm sind hier auch nur drin enthalten. Das ist halt ein weißes Puder und das ist einfach zu heftig geworden dann bei mir. Ne, weil das ist halt mit richtig viel Talganteil dann wahrscheinlich. Ja, das wurde halt sehr, 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 sehr weiß. Was ich halt schön finde, ist halt diese Konsistenz. Es ist so wie Wasser auch so ein bisschen mit dabei. Ich habe jetzt so viel Puder am Finger. Das macht jetzt irgendwann keinen Sinn mehr, das auf den Finger zu packen und zu zeigen. Ja, ne, aber ja, das fand ich ein bisschen traurig, dass es halt irgendwie so weiß aussah. Ich weiß gar nicht, in welchem Video das war. Das war das Video, wo ich mich geschminkt habe. Und danach habe ich, glaube ich, dieses Pinselwaschvideo gedreht, wenn ich mich richtig erinnere. Weiß ich gerade gar nicht. Aber ich glaube, da war das und da hatte ich richtig weiß. Und dann vor allem habe ich mich dann ja auch mit Blitz fotografiert. Und dann gucke ich mir das Thumbnail nachher am Computer an und denke mir, was zur Hölle hast du da getrieben, Claudi, ganz ehrlich. Ja, ne, das hat mich ein bisschen geärgert, traurig gemacht. Und dann habe ich hier von Too Faced noch ein Banana Powder. Das ist ein gepresstes It's Bananas Setting Powder Banana Cream. Und das riecht auch wundervoll nach Banane. Und das ist aber eher etwas, was ich im Sommer verwende, weil mir das tatsächlich ein bisschen zu dunkel ist. Warum sind da jetzt Glitzerpunkte drauf? Ich habe da irgendeinen Blödsinn mit geschminkt, während ich das verwendet habe offensichtlich. Genau, aber ja, das ist halt einfach so ein, ne, sehr, sehr, sehr festgepresstes und daher wenig abgebendes Puder, was ich dann aber auch ganz gerne so verwende, ne? Aber da kriegst du halt nicht so viel Produkt raus, gerade wenn du so verwöhnt bist. Achso, das hat übrigens auch einen wundervollen Spiegel mit drin, mit einer Banane drauf, ne? Auch das hatte ich in einem Set gekauft und bei dem ist es halt, du kriegst nicht wirklich viel Produkt auf dem Pinsel, du musst halt ordentlich da mit reinreiben. Und wenn du vorher ganz viel loses Puder verwendet hast, wo du dann easy peasy was auf dem Pinsel gekriegt hast, wenn die Löcher groß genug waren, dann nervt dich das so ein bisschen. Aber na, das muss noch ein paar Mal öfters verwendet werden. Und hier sind 10,5 Gramm in diesem Produkt. Das ist auch ganz schön viel. Dann habe ich ein Produkt, was auch zu meinen Favoriten zählt, weil ich das wundervoll finde. Von LOV, das Perfectitude Aura Glow Powder. Vor allem jetzt im Sommer. Hier sind 6 Gramm drin. Ne? Das macht dir
so einen schönen Effekt auf dem Gesicht. Das macht alles einfach nochmal so ein bisschen glowy, macht ein schönes Finish. Ist ähnlich wie das Glow Illusion von Catrice, würde ich sagen, vom Finish her. Und wenn du es halt nass aufträgst zum Beispiel, kannst du es als ganz zarten Highlighter verwenden. Ist halt auch wirklich, wirklich, wirklich schön. Und ja, ne, das hat halt so einen wirklich nassen Schein. Also finde ich auch noch besser als das von Catrice, das Glow Illusion Powder. Ne? Mag ich gerne, wirklich. Und das nur ganz zart als Finish nochmal drüber gehen. Sieht toll aus. Dann ein Puder, was ich auch richtig gerne mag, ist von Essence das You Better Work Gym Proof and Waterproof Fixing Powder. Da sind auch ganze 9 Gramm drin. Ja, das fixiert dir halt alles an Ort und Stelle, wenn du wirklich im Hochsommer weißt, okay, Leute, ich werde schwitzen. Es ist ein weißes Puder, wo du halt wiederum aufpassen musst, dass es nicht zu weiß für dich ist. Ne? Das muss man immer wissen. Dann hast du ja auch so eine Puderquaste mit dabei, so ein etwas günstigeres Schwämmchen, sage ich mal. Ne? Und damit kannst du dir das auch auftragen und dann auch wieder richtig so absetten. Also, dass wenn du einen Tag hattest, wo du halt auch echt geschwitzt hast und dein Gesicht hat nachgeölt und so, dann nimmst du dir das halt und kannst damit noch ein bisschen drüber gehen. Hast aber kein Cakeface dadurch, sodass, also das klumpt nicht oder so, sondern du hast es dann nochmal so ein bisschen, als würde das quasi den Schweiß und das Öl aufsaugen. Das ist ziemlich cool. Gut, und das letzte, was ich hier stehen habe, was ich in dieser Box drin habe, ist dieses hier von Kiko. Radiant Fusion 01 habe ich mir ausgewählt. Das ist halt auch ein leicht eingefärbtes Puder. Das ist irgendwie, ich hatte mir deutlich mehr davon erhofft. Das ist einfach ein ganz stinknormales Puder, was gepresst ist. Ne? Es nimmt halt so ein bisschen, es settet, es nimmt den Schein, hat einen Spiegel mit dabei, was auch hübsch ist. Es hat eine schöne magnetisch schließende Verpackung, es ist irgendwie ganz niedlich, 10 Gramm sind da drin, kommst du auch ewig mit hin. Aber es ist jetzt nicht irgendwie mit dem Aha-Effekt wie bei anderen Pudern, die ich dir jetzt gerade gezeigt habe. Ja, das war tatsächlich jetzt meine Pudersammlung. Schreib du mir doch mal gerne in die Kommentare, was dein allerliebstes Lieblingspuder ist oder welches Puder du von denen, die ich dir jetzt hier gezeigt habe, du auch gerne mal im Einsatz sehen möchtest. Und ja, ne? Das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt bei mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, mit meinen ganzen Sammlungsvideos, die ich so schon gedreht habe. Nächste Woche kommt übrigens dann die Bronze-Sammlung. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!